Guten Abend, grüezi miteinander und herzlich willkommen zur öffentlichen Auslosung des Bürgerpanels Winterthur. Es freut mich sehr, Sie im Namen des Zentrums für Demokratie Aarau hier begrüßen zu dürfen. Mein Name ist André Heimann und ich darf Sie durch den heutigen Abend begleiten. Ja, lokale Lebensmittelproduktion, die Vermeidung von Food Waste und städtische Verpflegungsangebote. Wie können wir uns in Winterthur nachhaltig ernähren? Mit dieser Frage laden die Stadtbehörden Sie ein, am Bürgerpanel mitzuwirken und Lösungsvorschläge gemeinsam auszuarbeiten. Über 200 Personen sind dieser Einladung gefolgt. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse und danken Ihnen für Ihre Bereitschaft, an dieser neuen Form der Beteiligung mitzuwirken. Natürlich hätten wir uns gewünscht, Sie hier vor Ort begrüßen zu dürfen. Leider ist es aus bekanntlichen Gründen nicht möglich und wir können nur über den Bildschirm mit Ihnen kommunizieren. Das soll Sie aber nicht daran hindern, aktiv teilzunehmen. Wir haben einen Live-Chat eingesetzt und Sie können jederzeit Ihre Fragen über diesen Chat einbringen. Wir nehmen diese gerne auf und werden sie zu gegebener Zeit beantworten. Bevor wir mit der Auslosung beginnen, möchte ich das Wort gerne an diese beiden Personen übergeben, die es überhaupt erst möglich machen, dass wir dieses Bürgerpanel durchführen können. Es ist dies erstens die Regierungspräsidentin Jacqueline Fehr, die mit dem Legislaturziel Teilhabe die Beteiligung der Bevölkerung des Kantons Zürich stärken möchte und das Bürgerpanel größtenteils mitfinanziert. Und es ist dies zweitens die Stadträtin Katrin Cometta, die mit ihrer großen Offenheit und Unterstützung zugesagt hat, dieses Bürgerpanel hier in Winterthur durchzuführen. Ich freue mich sehr auf Ihre Voten und übergebe Ihnen, Frau Fehr, gerne das Wort. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirmen, geschätzte Präsidentin des Stadtparlaments, liebe Maria Sorgo, geschätzte Frau Stadträtin, liebe Katrin Cometta. Losglück gehört eigentlich nicht zu meinen Stärken. Ich habe noch nie eine Traumreise in die Südsee gewonnen und auch noch nie eine Kaffeemaschine. Allerdings erhielt ich am 19. November von der Stadt Winterthur, also von der Stadt, in der ich seit vielen Jahren wohne, diesen Brief. Du, liebe Katrin, hast mir darin mitgeteilt, dass ich zu den 3000 ausgelosten Winterthurerinnen und Winterthurern gehöre, welche zur Teilnahme am Bürgerpanel eingeladen würden. Ja, Zufälle gibt's. Zwar kann ich an diesem Panel jetzt nicht selber mitwirken, da es bei den Teilnehmenden ja so ist, dass keine aktiven Politikerinnen und Politiker teilnehmen sollten. Trotzdem hat mich diese Einladung natürlich sehr gefreut. Sie bringt zum Ausdruck, dass meine Stadt ein innovatives, faszinierendes und so hoffe und ich glaube das auch, ein wirkungsvolles Demokratie-Experiment wagt. Nun gehört die Demokratie ja so quasi zur DNA unseres Landes. Klar, wir wissen das alle aus eigener, zum Teil leidvoller Erfahrung. Die Demokratie macht manchmal mehr und manchmal auch etwas weniger Freude. Wobei man in den Momenten der Niederlage jeweils sich damit trösten kann, dass es auf die Länge gesehen so etwas wie die ausgleichende Gerechtigkeit durchaus gibt. Die Gewinnerinnen von heute sind sehr oft die Verlierer von morgen und umgekehrt. Und deshalb, weil niemand immer gewinnt und niemand immer verliert, aber alle die Möglichkeit haben, mitzuwirken, eint uns bei allen weltanschaulichen Differenzen die Verbundenheit mit unserer demokratischen Tradition. Gerade weil uns aber die Demokratie lieb und teuer ist und sie auch sehr wertvoll ist, tun wir gut daran, diese Demokratie mit kritischem Auge auch zu begleiten. Bekanntlich bedeutet Demokratie Herrschaft des Volkes. Die Frage ist sie das wirklich? Okay, wir stimmen über eine Vielzahl von nationalen, kantonalen und kommunalen Vorlagen ab. Entweder an der Urne oder auch an der Gemeindeversammlung.
Ja, wir können mit der Initiative Verfassungsänderungen anregen und mit dem Referendum missliebige Gesetze bodigen. Und ja, wir wählen viele Leute, Gemeinderätinnen, Kantonsräte, Nationalrätinnen, Regierungsräte, Ständerätinnen, welche stellvertretend für uns in den Parlamenten und Regierungen Politik machen. Ohne Zweifel haben wir ein ausgebautes System der demokratischen Mitbestimmung. Direkt oder indirekt können wir damit über ganz viele und ganz viele wichtige Geschäfte mitentscheiden, ob diese letztlich zum Fliegen kommen oder nicht. Aber es gibt ein Aber. Die Bevölkerung kann und wir können in unserer Demokratie meistens erst dann mitreden, wenn die Vorlagen fertig ausgearbeitet sind. Wir können Ja und Nein sagen zu etwas, das bereits diskutiert und erörtert worden ist. Dazu möchte ich eine kleine Klammer öffnen. Bevor ich Regierungsrätin des Kantons Zürich wurde, war ich Mitglied des Nationalrates, also des nationalen Parlaments. In dieser Funktion hält man sich notwendigerweise während der Session regelmäßig in der Wandelhalle des Bundeshauses in Bern auf. Dort bewegen sich allerdings nicht nur Parlamentsmitglieder, sondern mindestens so viele Lobbyistinnen und Lobbyisten. Diese vertreten Gewerkschaften, Arbeitgeber, Naturfreunde, die Pharmaindustrie, NGOs, Banken, Kleinbauern, Großbauern und. Und sie alle haben ein und dasselbe Ziel, nämlich die Interessen ihrer Auftraggeber in den politischen Prozess einzuspeisen. Und sie versuchen das nicht am Schluss, wenn man Ja und Nein sagt, sondern sie versuchen das möglichst früh, im Frühstadium der Gesetzgebung, weil sie dort auf subtile Weise wirksam Einfluss nehmen können. Zum Beispiel, indem Lobbyistin X, Parlamentarier Y, zu einem Antrag in der Kommission Z zu motivieren versucht. Auch in ausgebauten Demokratien wie der unsrigen gibt es also Vor- und Nebenschauplätze. Und auf diesen Vor- und Nebenschauplätzen passiert Wichtiges, allerdings ohne Transparenz und ohne demokratische Kontrolle. Und damit komme ich zurück hier nach Winterthur zum Bürgerpanel für mehr Klimaschutz, das heute gewissermaßen seinen Startschuss hat. Ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf und dass wir, die Direktion der Justiz und des Innern, die Stadt Winterthur, bei diesem Projekt unterstützen dürfen. Ich habe das Panel eingangs als innovatives Demokratieexperiment bezeichnet. Das Panel ist ein solches Experiment, weil es die politische Partizipation erweitert und das gerade doppelt. Erstens, es ergänzt die bisherigen Institutionen, also wie Parlament, Regierungen und so weiter. Und zweitens, bekommen die Winterthurerinnen und Winterthurer mit diesem Bürgerpanel die Möglichkeit, eben quasi wie die Lobbyisten in Bern, die dort das aber intransparent machen, hier in einem transparenten Prozess bereits im frühen Stadium der Gesetzes- oder der Projektberatung mitzuwirken. Die Winterthurerinnen und Winterthurer können zu einem Zeitpunkt Ideen und Vorschläge einbringen und sich beteiligen, wo eben noch vieles im Fluss ist und Anregungen dementsprechend auf fruchtbaren Boden fallen. Es geht also nicht um ein Ja oder Nein zu einer Vorlage, sondern es geht darum, gemeinsam auf ein Ziel, in diesem Falle mehr Klimaschutz, hinzuarbeiten. Damit erweitert das Bürgerpanel die Partizipation, indem es gezielt auch Menschen anspricht, die am normalen politischen Prozess nicht teilnehmen können oder nicht teilnehmen wollen. Ausländerinnen und Ausländer, unter 18-Jährige oder eben Menschen, die gewöhnlich nicht abstimmen oder wählen gehen. Konkret setzen sich damit Winterthurer Einwohnerinnen und Einwohner mit ganz unterschiedlichen Biografien, Eigenschaften, Meinungen zusammen an einen Tisch und treten miteinander in einen Dialog über die Partei, Ideologie und sonstigen Grenzen hinweg. Und dieses Element in diesem Bürgerpanel, dass wir einerseits früh
mit dem Prozess beginnen, uns früh beteiligen können und andererseits, dass eben auch Leute teilnehmen können, die sonst eher außen vor sind in der Demokratie. Und dass wir das in einem Rahmen machen, der offen ist, der Meinungsunterschiede zulässt, der eben auch zuhören lässt und mitreden lässt. All dies, denke ich mir, ist etwas in der Demokratie, das wir ohnehin viel öfter pflegen sollten. Eine respektvolle, neugierige Diskussion mit ganz verschiedenen, auch nicht gleichgesinnten Menschen in einem Prozess, dessen Resultat noch nicht bestimmt ist. Man könnte also auch sagen, mit dem Bürgerpanel revolutioniert Winterthur den normalen politischen Prozess, in dem die Stadt vorzeigt, dass es im politischen Frühstadium eine Alternative zum ganz- oder halbdunklen Lobbybetrieb gibt. Und eben gleichzeitig hervorstreicht, dass das Bürgerpanel die politische Teilhabe fördert. Durch die Ziehung per Los haben alle Winterthurerinnen und Winterthurer die gleiche Chance, zur Mitsprache eingeladen zu werden. Es bekommen also auch Menschen eine Stimme, die sich im Normalfall nicht so leicht Gehör verschaffen können. Teilhabe, es wurde bereits gesagt, die Förderung der Teilhabe ist ein Legislaturziel der Zürcher Regierung. Das ist sicher der zentrale Punkt, worum sich der Kanton hier auch engagiert. Hinzu kommt ein weiterer Grund, weshalb mich das Winterthurer Bürgerpanel sehr freut. Im vergangenen November hat der Kanton Zürich dem Energiegesetz zugestimmt und die Stadt Winterthur hat sich für das ambitionierte Klimaziel Netto Null Tonnen CO2 bis 2040 ausgesprochen. Das sind klare Signale des Aufbruches und das sind klare Signale, dass wir hier in Winterthur in Sachen Klimaschutz vorwärts machen. Ich habe mich über diese klaren Signale gefreut, vor allem nachdem ein paar Monate zuvor das CO2-Gesetz an der Urne durchgefallen ist. Wir haben also solche und andere Abstimmungsresultate und diese Resultate zeigen, dass es in der Schweiz zum Klimaschutz und zur Frage, welche Maßnahmen die richtigen sind, verschiedene Ansichten gibt. Und umso wichtiger ist es, dass wir eben weiterhin und intensiver über den Klimaschutz reden und auf allen Ebenen nach Wegen suchen, die umsetzbar und mehrheitsfähig sind. Wir alle stehen in der Verantwortung, in Sachen Klimaschutz vorwärts zu machen. Es wurde auch gesagt, es gibt vieles in unserem Leben, in unserem Umfeld oder in unserer Gemeinde, dass wir beitragen können, sei es beim Reisen, bei der Mobilität, beim Wohnen, bei der Ernährung oder beim Konsum. Und das Motto, das hinter all dem steht, ist nicht ganz frisch, aber halt immer noch hochaktuell. Think global, act local, denke global und handle lokal. Mit dem Bürgerpanel für mehr Klimaschutz zeigt die Stadt Winterthur, dass sie diese Verantwortung des lokalen Handelns ernst nimmt. Ja, das Bürgerpanel ist eine Innovation, welche die Teilhabe stärkt und den Klimaschutz ernst nimmt. Eine solche Initiative heute zusammen mit Ihnen lancieren zu dürfen, ist mir eine große Ehre und eine große Freude. Von Herzen wünsche ich Ihnen, die dann teilnehmen, viel Erfolg für dieses wichtige Projekt und gratuliere jetzt schon der zuständigen Stadträtin Katrin Kometa zu dieser Initiative. Und Katrin, gerne gebe ich dir auch gleich das Wort. Du stehst dem Departement Sicherheit und Umwelt vor und bist deshalb die Winterthurer Klimaministerin. Herzlichen Dank und auch herzlich willkommen, Regierungspräsidentin Jacqueline Fehr, hier bei uns im Superblock der Stadt Winterthur, bei uns zu Hause, im gemeinsamen Zuhause in Winterthur. Herzlich willkommen auch Stadtparlamentspräsidentin Maria Sorgo und vor allem herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu Hause an Ihren Bildschirmen. Ja, Winterthur wagt ein Experiment.
20 Bewohnerinnen und Bewohner werden während zweier Wochenenden der Frage nachgehen, wie wir uns klimafreundlich ernähren können, wie wir uns nachhaltig ernähren können. Und das ist eine sehr wichtige Frage. Essen ist etwas Schönes, etwas Lebensnotwendiges und trotzdem belastet unsere Ernährung unsere Umwelt. Die Herstellung der Lebensmittel trägt erheblich zum Klimawandel bei. Rund ein Fünftel des CO2-Ausstoßes kommt von der Ernährung, auf dem Acker, bei der Verarbeitung, beim Transport bis hin in die Küche. Weniger Fleisch und Vollwertnahrung zum Beispiel helfen, das Klima zu schützen. Wer vor allem lokale und saisonale Produkte konsumiert, hilft ebenfalls. Es sind viele kleine Hebel, die wir verstellen können und müssen, um auch beim Essen dem Klima Sorge zu tragen. Zu wissen, was man alles tun kann, ist hier ein wichtiges Element. Jacqueline Fehr hat gesagt, Winterthur will bis 2040 klimaneutral sein. So hat es das Volk letzten November entschieden. Und ich bin persönlich sehr froh über diesen Entscheid. Ich finde, wir sind den kommenden Generationen schuldig. Nun ist aber die große Frage, wie schaffen wir es, dass wir auch im Konsum klimafreundlicher werden? Wie schaffen wir es, dass wir uns klimafreundlich ernähren? Was wir gerne auf dem Teller haben, ist ja eine sehr persönliche Entscheidung. Und welche Rolle soll also der Staat bzw. die Stadt Winterthur dabei spielen, wenn es darum geht, zu beeinflussen, was wir essen? Informationskampagnen, fleischlose Tage in Alterszentren, neue Angebote wie Madame Frigo, um Food Waste zu reduzieren. Mit Hilfe des Bürgerpanels wollen wir Maßnahmen definieren, Lösungen finden, die von vielen Menschen unterstützt werden und die breit umsetzbar sind. Eine große Stärke dieser Gruppe, die wir heute auslosen, ist die breite Zusammensetzung. Es ist eine Gruppe, die die Bevölkerung repräsentiert. Eine Gruppe von verschiedenen Menschen mit unterschiedlichen Haltungen und auch mit Leuten, die sich im klassischen politischen Prozess kein Gehör verschaffen. Ich stelle fest, dass es in der Politik eine zunehmende Polarisierung gibt. Und gerade deshalb ist es wichtig, dass wir Gelegenheiten schaffen, wo die Menschen aus der eigenen Bubble herausbrechen können. Es braucht den Austausch verschiedener Meinungen. Vielfalt ist eine Bereicherung. Und es braucht auch die Suche nach gemeinsamen Lösungen. Sachlich, unaufgeregt und ohne Polemik. Erfahrungen mit Bürgerpanels in anderen Städten und Ländern haben gezeigt, dass gerade die Diskussionen mit Andersdenkenden von den Teilnehmenden besonders geschätzt wurden. Und in dem Sinn wünsche ich den 20 Personen, die wir heute auslosen, schon jetzt viele bereichernde und inspirierende Diskussionen. Ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse, die von diesem Panel erarbeitet werden. Und ich bin überzeugt, dass neue, innovative Ideen entstehen, die wir dann auch umsetzen können. In Winterthur wollen wir das Klima schützen. Das spüre ich ganz deutlich. Die Abstimmungen im letzten Jahr haben das klar gezeigt. Und auch, dass wir über 400 Rückmeldungen erhalten haben fürs Bürgerpanel. Auch wenn nicht alle teilnehmen konnten, haben sich doch ganz viele Menschen gefreut über die Post. Die Winterthurer Bevölkerung will sich aktiv einbringen und mitgestalten. Das freut mich und dafür bin ich auch dankbar. Und es freut mich auch, in der Stadtverwaltung tagtäglich kompetente Mitarbeitende zu sehen, die mit viel Herzblut, Motivation und Know-how sich einsetzen, damit wir dieses Ziel Netto Null 2040 erreichen. Wir gehen jetzt dieses wichtige Thema Ernährung auf eine gute, innovative und partizipative Art an und
Da bin ich sehr gespannt. Es ist ein Experiment. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass es gelingen wird, dass es neue Erkenntnisse bringt. Einerseits in Bezug auf Ernährung, andererseits auch in Bezug auf unsere demokratische Kultur, die wir da sehr schätzen. Aber umso mehr lohnt es sich, auch dort mal was Neues auszuprobieren. Ich möchte schließen mit einem Dank. Dank an den Kanton Zürich, an Jacqueline Fehr für die Initiative. Auch einen Dank an das Zentrum für Demokratie in Aarau. Und vor allem einen großen Dank an Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt wohl gespannt warten, ob das Glückslos Sie trifft oder nicht. So oder so wünsche ich dem Bürgerpanel ganz viel Freude und Erfolg. Besten Dank. Ja, besten Dank, Frau Fehr und Frau Cometta, für diese starken Worte. In der Tat, solche Bürgerpanels sind ein demokratisches Experiment. In der Schweiz fanden bisher insgesamt 5 solcher Bürgerpanels statt. 4 davon in der Westschweiz. Das erste Deutschschweizer Bürgerpanel fand letzten Herbst in Uster statt. Eine Person, die hauptverantwortlich ist dafür, dass diese neue Form der politischen Beteiligung auch in der Schweiz Einzug findet, ist der langjährige Forscher am Zentrum für Demokratie Aarau und mittlerweile Professor für Politikwissenschaft an der Universität Genf, Nenad Stojanovic. Er wird Ihnen nun den Ablauf des Losverfahrens genauer erläutern und die Losziehung anschließend durchführen. Nenad, darf ich dich bitten? Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von der Stadt Winterthur oder auch außerhalb. Es ist für mich ein Vergnügen, wieder mal bei einer Auslosung eines Bürgerpanels teilzunehmen und Ihnen auch etwas über dieses Verfahren sagen zu dürfen. Warum überhaupt benutzen wir das Losverfahren und wie konkret das abläuft? Wie Andri gerade gesagt hat, in der Schweiz gab es zurzeit 5 Bürgerpanels. Auf der Folie hinter mir sehen Sie, dass 4 sind beschrieben. Demoscan Sion und Demoscan Genf, das waren die ersten Erfahrungen. Also Demoscan ist ein Modell, ein bisschen anders als hier jetzt Bürgerpanel in Uster, das, wie Jacqueline Fehr gerade gesagt hat, am Anfang eines politischen Prozesses eher steht. Demoscan ist eher am Ende, wenn es eine Volksabstimmung gibt, diskutieren rund 20 Bürgerinnen und Bürger über die Vorlage und fassen sie zusammen, die Pro-Seite, die Kontra-Seite, und dann wird dieser Bürgerbrief allen Stimmberechtigten verschickt, wie eine Art eben Bürgerbrief, das ergänzt die Bundesbroschüre oder Abstimmungsbroschüre, die man sonst auch erhält. Es gab dann Forum Citoyen de Genève, dieses Mal mit 30 Bürgerinnen und Bürgern im Frühling letztes Jahres, wo die Frage war, wie will man im Kanton Genf zusammenleben, die Natur schützen und dem Klimawandel begegnen, also etwas eher Ähnliches wie hier jetzt in Uster, in Winterthur. Und eben in Uster gab es letztes Jahr im August und September, wie ebenfalls erwähnt. Hier auf dem Bildschirm ist nicht erwähnt ein 5. Bürgerpanel, das war auf Ebene von einem Quartier in der Stadt Lausanne im Juni 2021, wo es darum ging, eben die Quartierfragen, ein Contrat de Quartier zu erarbeiten. Jetzt das Losverfahren. Warum haben wir sozusagen in den letzten Jahren dieses sehr altes Instrument der Demokratie wieder entdeckt? Ich sage, dass es ein altes Instrument war, das Losverfahren war, benutzt
schon im antiken Griechenland, im Mittelalter, in vielen italienischen Republiken zum Beispiel, in Florenz, in Venedig, aber auch in vielen Kantonen und Städten der Schweiz. In der 17., 18. bis Anfang 19. Jahrhundert wurde Los eingesetzt. Im Kanton Bern, in der Stadt Yverdon-les-Bains, in der Stadt Sion, in Genf. Im Kanton Glarus war der letzte Kanton, wo das Losverfahren abgeschafft wurde, Anfang 19. Jahrhundert. Aber eben, in den letzten Jahren wird das Losverfahren wieder entdeckt, nicht nur in der Schweiz. Ich würde sogar sagen, die Schweiz ist hier eher am Ende oder einer der letzten Länder, wo diese Experimente, demokratische Experimente mit Losverfahren durchgeführt wurden. Ähnliche Experimente wurden schon in vielen anderen Ländern durchgeführt, in den USA, in Kanada, Belgien, Deutschland, Frankreich etc. Ich werde auch ein paar Beispiele dann später mit ein paar Zahlen auch erwähnen. Jetzt nochmals, Losverfahren, warum? Es gibt drei wichtige Vorteile von Losverfahren, wenn man das vergleicht mit dem üblichen Instrumente der Demokratie, die wir kennen, vor allem eben die Wahlen, die parlamentarischen Wahlen. Erstens, auf der Ebene, es gibt einen Vorteil auf der Ebene der Bevölkerung. Bürgerinnen und Bürger einer Stadt oder eines Kantons oder eines Landes oder sogar eines Quartiers, wie das Beispiel von Lausanne zeigt. Und hier für die Bevölkerung der große Vorteil ist der Grundsatz der Gleichheit. Dank dem Losverfahren hat jede und jede Mitglied der politischen Gesellschaft genau die gleiche Chance, ausgelost zu werden. Und das ist etwas sehr, sehr wichtig, weil Gleichheit ist oder soll wirklich im Zentrum von Demokratie, im Zentrum einer demokratischen politischen Gemeinschaft stehen, also das Prinzip Gleichheit. Und mit den Wahlen manchmal verliert er sich ein bisschen, weil eben wir wissen, nicht alle Kandidatinnen und Kandidaten haben wirklich die gleichen Chancen. Diejenigen mit mehr Geld haben mehr Chancen, wenn sie mehr Geld investieren in die Kampagne. Die anderen, die von gewissen Lobbys unterstützt sind, haben auch mehr Chancen, etc. etc. Muss ich nicht viel darüber erzählen. Aber eben mit dem Losverfahren hat jeder und jede die gleiche Chance. Wir haben sogar gesehen, dass auch Jacqueline Fehner als Einwohnerin von Winterthur wurde ausgelost, ist eine von diesen 3.000 Personen von rund knapp 100.000, die in diesem Topf Einwohnerregister der Stadt Winterthur waren. Dann innerhalb des Bürgerpanels, man erhält eine große, starke Vielfalt, diese Diversität. Und das ist auch etwas wichtig, weil im Gegensatz zu einem Parlament sind dort in einem Bürgerpanel ist wirklich eine Spiegelbild der Gesellschaft. Im Parlament man weiß sehr, sehr wenige Leute mit tieferen Bildung, weniger Frauen als man sonst in der Gesellschaft findet, weniger Junge als sonst in der Gesellschaft, kaum Leute mit Migrationshintergrund etc. etc. Innerhalb von einem ausgelosten Bürgerpanel haben wir diese Vielfalt und das ist wichtig. Warum? Weil die Diskussionen im Rahmen von einem Bürgerpanel sind damit verlaufen anders als in einem typischen Parlament. Weil eben jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin bringt eigene Erfahrungen, eine eigene Lebensperspektive in die Debatte und das ist eben eine große Bereicherung. Und am Ende, der dritte Vorteil vom Losverfahren ist etwas, was die etablierten Institutionen betrifft. Eben ein Gemeindeparlament oder Stadtrat, Exekutive oder Regierungsrat bekommen durch das Bürgerpanel eine andere Sichtweise über ein politisches Problem. Andere, als man sonst bekommt, oder? Durch das Parlament oder durch Lobbygruppen etc. Und das kann für die Politik eben interessant sein, weil man kriegt sehr oft im Voraus eine Schätzung der Lage. Was denkt
Madame et Monsieur tout le monde, würde man sagen, eben ein Normalbürger über, oder Bürgerin über eine gewisse politische Frage. Das sind eben die drei wichtigsten Vorteile vom Losverfahren. Und jetzt die Frage ist, Losverfahren wie? Wie macht man das konkret? Hier sprechen wir von einem zweistufigen Verfahren. Im ersten Schritt gibt es eine reine Zufallsauswahl. Hier gibt man als Basis Einwohnerregister oder Stimmberechtigtenregister. Es gibt jetzt mehrere Nuancen, aber in der Stadt Winterthur hat sich die Stadt entschieden für eine sehr offene Zufallsauswahl, dass alle Einwohnerinnen und Einwohner von der Stadt Winterthur, die über 16 Jahre sind, durften sozusagen oder hatten die gleiche Chance, ausgelost zu werden. Das heißt eben, die auch Personen, die sonst nicht abstimmen dürfen, 16-, 17-Jährigen, aber auch Ausländerinnen und Ausländer, die in der Stadt Winterthur wohnen. Eben 3.000 Personen wurden ausgelost und haben im November letztes Jahres eine Einladung bekommen. Wollen Sie mitmachen an diesem Bürgerpanel oder nicht? Eben, wir sprechen von 3.000, von etwa knapp 100.000, die berechtigt waren fand im Einwohnerregister. Nach dieser Einladung eben die Personen konnten sich anmelden. Das ist natürlich freiwillig, ob man teilnehmen will oder nicht. Und aus den 209 Interessierten werden heute Abend 22 Personen ausgelost. Dieses Mal, wir sprechen von einem gewichteten Zufallauswahl, weil wir müssen achten auf bestimmte Kriterien der Repräsentativität, sodass diese Vielfalt innerhalb vom Bürgerpanel wahrgenommen wird, also dass man sie wirklich hat. Und das ist ein Grund, weil natürlich, wenn man 3.000 Leute einlädt, wollen sie teilnehmen oder nicht. Es ist natürlicherweise schon so, dass diejenigen, die vielleicht sehr oft schon oder immer teilnehmen an die Abstimmungen oder an die Wahlen, haben eher die Tendenz, ja zu sagen. Aber man findet auch immer die Leute, die nie oder sehr selten teilnehmen. Und das muss man eben gewichten, dass am Ende man eine echte Vielfalt hat innerhalb des Bürgerpanels, eben dass diese Diversität dort abgebildet ist. Jetzt konkret haben wir von ca. 3.000 zufällig Ausgelosten, fast 15% haben uns geschrieben. Viele haben geschrieben, ich möchte gerne, aber ich habe keine Zeit an dem Wochenende, aber ich gratuliere für die Initiative. Viele haben geschrieben, ich bin leider krank oder vielleicht zu viel alt für so etwas, aber haben trotzdem geantwortet. Aber eben, wir haben 209 positive Rückmeldungen bekommen. Das heißt, die Personen, die gesagt haben, uns geschrieben haben, ja, ich will mitmachen. Also das entspricht etwa 7% von diesen 3.000. Jetzt, sehr oft bei diesen Erfahrungen mit Bürgerpanels und dem Losverfahren finden einige Leute, ja, 7%, das ist zu wenig. Deswegen haben wir hier einige Zahlen, zeigen wir einige Zahlen von anderen Erfahrungen, sowohl aus der Schweiz als auch ein paar Erfahrungen aus dem Ausland, jetzt Großbritannien oder Bürgerratdemokratie in Deutschland 2009. Und hier sieht man, dass mit 7% Winterthur ist eher im Durchschnitt ein bisschen tiefer als in der Westschweiz, ein bisschen höher als in Uster, wo wir 6,5% hatten, aber eben höher als ähnliche Erfahrungen in Deutschland oder Großbritannien. Und hier muss man schon sagen, die 3.000 Personen, die ausgelost wurden, man will schon, dass sie müssen sich schon verpflichten, während zwei Wochenende eigener Zeit sich für zu engagieren, also sozusagen zwei Wochenende zu opfern. Und
Aus dieser Perspektive sind diese 209 Personen, die sich angemeldet haben, eine gute Zahl. Weil man muss das immer auch vergleichen mit leider zu tiefen Teilnahme, die wir sehr oft beobachten bei den Abstimmungen und Wahlen, manchmal bei auch sehr wichtigen Wahlen, zum Beispiel Wahlen für einen Regierungsrat in verschiedenen Kantonen, ist die Teilnahme nur 28-30% oder manchmal auch bis 40%. Und dort handelt es sich eben, man kriegt alles zu Hause, man muss eben für jemanden abstimmen und dann den Brief dann verschicken. Also viel weniger wird erwartet von den Bürgerinnen und Bürgern und trotzdem relativ wenige nehmen teil. Aus dieser Perspektive noch einmal, dass sich gut 7% angemeldet haben und gesagt haben, ja, ich will mitmachen, an zwei Wochenende teilnehmen, ist eine gute Zahl. Wie gesagt, heute sind wir in diesem zweiten Schritt des Losverfahrens, wo wir bei diesen gewichteten Zufallauswahl. Die Repräsentativitätskriterien, die hier berücksichtigt werden, sind 5. Auf einer Seite Geschlecht, man will eine ausgewogene Repräsentation von beiden Geschlechtern haben, Alter, Bildungsstand, politische Einstellungen und Abstimmungsverhalten. Abstimmungsverhalten heißt, dass wir eben nicht nur Leute haben wollen, die immer oder sehr oft sonst auch an Wahlen und Abstimmungen teilnehmen, sondern auch Leute, die nie oder sehr selten teilnehmen. Politischen Einstellungen ist, dass wir eine ausgewogene Repräsentation von Leuten, die eher links sind, eher Mitte und eher rechts sind, weil das ist eben auch wichtig. Bildungsstand eben, dass man nicht nur gut Ausgebildete hat, man hat sie auch, aber auch diejenigen mit weniger oder tieferen Bildungsstand und eben Alter und Geschlecht habe ich schon erwähnt. Und ich werde jetzt konkret zeigen mit dem Beispiel von Geschlecht und Alter, wie das jetzt konkret abläuft. Wir haben jetzt nicht genug Zeit, dass wir alle diese Repräsentationskriterien jetzt anschauen, aber falls es dann Fragen gibt, können wir gerne antworten. Jetzt Geschlecht, eben Frauen, Männer. Wir haben in der Stadt Winterthur 50,6% sind Frauen, 49,4% sind Männer. Unter den positiven Antworten gibt es 54% Frauen und knapp 46% Männer. Ich mache hier eine kleine Klammerbemerkung. Das ist wirklich etwas sehr Interessantes, was wir bis jetzt überall festgestellt haben, dass sich die Frauen deutlich mehr anmelden, interessieren für so etwas also deutlich, oder sagen wir, mindestens wie stark die Vertretung der Frau in der Gesellschaft ist. Die einzige Ausnahme war Oster, das war ein bisschen tiefer, Frauen waren vielleicht etwa 44%, aber sonst alle anderen Erfahrungen waren die Frauen in der Mehrheit. Und das ist sehr interessant, wenn wir, ja, wir wissen, dass Frauen untervertreten sind in Parlamenten zum Beispiel. Der Durchschnitt in den kantonalen Parlamenten in der Schweiz ist nur 25%. Eben das ist etwas wirklich, was interessant ist und wir möchten diese Frage übrigens auch nachforschen und näher gehen zu dieser Frage, warum interessieren sich gerade jetzt Frauen überdurchschnittlich stark für so ausgeloste Bürgerpanel. Aber gut, ich gehe weiter jetzt. Eben das sind die Zahlen aus der Bevölkerung und unter den positiven Antworten und aus im Hinblick auf diese Zahlen haben wir die sozusagen diese Repräsentationskriterien festgestellt, dass in unserem Bürgerpanel in Winterthur, also 22 Personen werden am Ende ausgelost, dass 11 bis 12 sollen Frauen sein. Das entspricht eben 50 bis 54,5% und der Rest dann Männer. Und wir werden jetzt sehen am Ende, was ist das Ergebnis, wie viele Männer und Frauen werden wir haben. Etwas ähnlich haben wir mit dem Alter gemacht. Hier sehen Sie die Zahlen für verschiedene Alterskategorien.
Ich werde jetzt nicht, gehe nicht durch alle, aber nehmen wir zum Beispiel die Kategorie 20 bis 39. Die sind in der Stadt Winterthur ca. 32%. Fast 39 haben sich angemeldet. Unter den 209 Angemeldeten haben wir 39 in dieser Alterskategorie. Und für unseren Bürgerpanel suchen wir 7 bis 8 Personen. Das entspricht eben dieser Quote von fast knapp 32 bis 36%, das eben am Bürgerpanel ausgelost sind. Das heißt, mit anderen Worten, in diesem zweiten Schritt machen wir ein Losverfahren kombiniert mit diesen sozusagen Quoten, sodass wir eben sicher sind, dass wir am Ende diese Vielfalt innerhalb des Bürgerpanels haben, worüber ich vorher erzählt habe. Ich bin jetzt mit diesem ersten Teil meiner Präsentation jetzt fertig. Ich übernehme wieder das Wort an André Heimann für Fragen und dann machen wir später die Auslosung. André, an dir das Wort. Ja, vielen Dank, Nenad, für deine Ausführungen. Jetzt wäre in der Tat der Moment gewesen, für die Fragen aus dem Live-Chat aufzunehmen. Bisher sind noch keine Fragen gestellt worden im Live-Chat. Deshalb würde ich vorschlagen, wir machen gleich weiter mit der effektiven Auslosung der Mitglieder des Bürgerpanels. Sie sind aber weiterhin herzlich eingeladen, Ihre Fragen im Live-Chat zu platzieren. Und wir werden diese nach der Auslosung gegebenenfalls aufnehmen und beantworten. Also zögern Sie nicht, Ihre Fragen zu stellen. Und Nenad, ich übergebe dir gleich wieder, um die Auslosung zu beginnen. Vielen Dank, André. Aber trotzdem, vielleicht es gibt, wegen Corona-Maßnahmen mussten wir diese Veranstaltung in einem engeren Kreis durchführen. Aber es gibt durchaus Vertreter vom Kanton, von der Stadt, von der Verwaltung, Kommunikationsabteilung. Falls jemand eine Frage hat an was ich bis jetzt gesagt habe, sehr gerne kann ich beantworten. Aber wenn das nicht, ja, eine Frage. Und Sie sind Herr Tommer. Wie haben Sie die politische Gewichtung aufgenommen? Sind Sie davon ausgegangen, die Hälfte der Bevölkerung ist links, die andere rechts? Wie haben Sie das aufgeteilt? Nein, also wir haben hier geschaut auf einer Seite die politische Realität der Stadt Winterthur, auf der anderen Seite die 209 Antworten. Und dann haben wir geschaut, dass unter den 22, wir können dann später, also eventuell die, soll ich? Die Folie ist da. Dann zeige ich ganz konkret Bildung, links, rechts, voilà. Hier sieht man auf einer Seite die Verteilung rechts, Mitte, links. Eben wir haben das ein bisschen natürlich vereinfacht. Man kann jetzt nicht jede Partei abbilden, aber das ist die Verteilung auf einer Seite auf der Ebene des Stadtparlaments, also Gemeinderats von Winterthur, wo man sieht, dass 33%, so ein Drittel sind rechts, rechte Parteien, 25% sind Mitteparteien und knapp 42% sind Linke. Dann hier haben wir die Verteilung unter den positiven Antworten. Hier sieht man, dass sich jetzt über den Durchschnitt die Personen, die eher links sind, angemeldet haben. Und am Ende die Verteilung für das Bürgerpanel, weil eben wir müssen einen gewissen Gleichgewicht sicherstellen, ist, dass wir 7 bis 8 Personen haben werden, die eher rechts sind, 5 bis 6, die Mitte sind und 8 bis 9, die links sind. Eben das ist die Verteilung für die Repräsentation der politischen Ausrichtungen, so dass am Ende wir einen sozusagen Gleichgewicht diesbezüglich haben. André? Es ist in der Tat noch eine Frage gekommen.
von Frau Lorena, und zwar: Inwiefern kann man die Ergebnisse des Bürgerpanels mitverfolgen, falls man nicht gezogen wird? Möchtest du diese gleich beantworten? Soll ich sie beantworten? Gut. Ja, die Ergebnisse werden natürlich publiziert, also nach den zwei Wochenenden werden die in einen Bericht verfasst, die werden veröffentlicht und zugänglich gemacht, und es wird auch eine Veranstaltung geben, an der diese Ergebnisse präsentiert werden. Also sie sind sicher öffentlich zugänglich, und an einer Veranstaltung werden sie präsentiert. Ja, hier kann ich sagen, dass die Erfahrung in Uster hat gezeigt, dass ein großes Interesse der Bevölkerung war an die Ergebnisse. Die Ergebnisse in Uster finden Sie auch sehr schnell auch auf Internet. Es sind mehrere Seiten mit mehreren Maßnahmen, die das Bürgerpanel oder die Teilnehmenden des Bürgerpanels in Uster in diesem Schlussbericht verfasst haben. Und die Ergebnisse wurden dann alle Haushalte dort geschickt, und schon mit der Einladung, also wenn Sie wollen, können Sie kommen an eine öffentliche Veranstaltung, wo die Ergebnisse präsentiert werden, und darüber kann man auch noch diskutieren. Und das war wirklich eine sehr, sehr schöne Erfahrung, André, kannst du bestätigen, oder auch andere Personen im Raum, die dort waren. Mehr als 100 Personen haben sich angemeldet. Das war ein Bürgercafé, hat man das genannt. Es gab mehrere Tische, und dann hat man zu verschiedenen Fragen, die in diesen Ergebnissen des Bürgerpanels dargestellt wurden, konnten die anwesenden Personen diskutieren und dann wieder mal das Tisch wechseln und mit anderen Personen diskutieren. Das war wirklich, wirklich eine schöne Veranstaltung, und wir hoffen, dass so etwas Ähnliches dann am Ende auch in Winterthur auch der Fall sein wird. Gibt es noch eine Frage? Nicht? Gut. Dann können wir, ich muss jetzt ein bisschen zurück, die Auslosung kann beginnen. Also dafür haben wir die Zusammenarbeit und Hilfe von Robin Guth, auch vom Zentrum für Demokratie Aarau. Danke, Robin. Also Robin beherrscht jetzt perfekt das Software, das wir benutzen für diese gewichtete Auslosung. Und ich werde, wie sagt man, au fur et à mesure das kommentieren. Gut, hier sehen Sie so eine, auf dem Bildschirm eine Auswahl von unserem Excel-File, wo alle 209 Personen, die sich angemeldet haben, natürlich mit den Codes. Jede Person hat einen Code bekommen und sind abgebildet mit auch verschiedenen Kriterien eben der Repräsentativität. Ich nehme jetzt nur ein Beispiel, diese Person mit dem Code A0218 ist beim Gender, ist 1 heißt für Frau, ist in einer Alterskategorie 40 bis 64 Jahre alt. Was ihre Ausbildung betrifft, es handelt sich um eine Person mit einem Bachelor oder Master. Und Ideologie ist 3, das heißt rechts. Eine Person, die sich selber eingestuft hat als eher längs, rechts auf der Links-Rechts-Skala. Und das ist eine Person, die oft an den Wahlen und Abstimmungen teilnimmt. Aber Sie sehen eben auch, dass es, jetzt bleiben wir bei der Frage der Teilnahme an Wahlen und Abstimmungen, gibt es auch Personen, die zum Beispiel nie teilnehmen, eben diese Person hier mit dem Code A0287, die eher links ist. Und ist jung, 16 bis 19 Jahre alt, und hat als Ausbildung bis jetzt nur eine obligatorische Schule. Eben, Sie können jetzt auch nach diesen zwei Beispielen auch andere Codes selber anschauen. Aber das ist jetzt nur zu sagen, das ist jetzt unsere Basis, 209 Personen. Und aufgrund dieser Basis werden wir jetzt in einem
zuerst ein erstes Panel von 22 Personen auslosen, gemäß eben der Kriterien der Repräsentativität auch. Und dann machen wir von den verbleibenden Personen nochmal eine Auslosung unter Berücksichtigung der Repräsentationskriterien, sodass wir am Ende zwei Panels haben werden und am Ende wird nochmals ausgelost, weil eben auf einer Seite haben wir die Hilfe von Software, aber es ist auch gut, dass wir dann wirklich mit Hilfe von zwei Kugeln mit verschiedenen Farben eine Kugel auslosen und das wird das definitive Bürgerpanel sein. Also Robin, ready? Wir können dann anfangen mit der ersten, mit der Auslosung vom ersten Panel. Robin wird zuerst einen Namen geben für diesen ersten Panel. Und wir sehen da unten, dass es gibt eben fünf Kategorien, eben diese fünf Kategorien für die Repräsentationskriterien. Die Nummer, die Anzahl Personen ist eben 209. Alle, die sich angemeldet haben, die interessiert sich, am Bürgerpanel teilzunehmen. Und jetzt werden wir hier schreiben, wie viele wir wollen für das Bürgerpanel. Und das sind jetzt 22. Genau. Und jetzt kann Robin diesen Button Run the Random Selection drücken und schauen wir, ob wir schon das erste Panel haben. Manchmal, es klappt nicht sofort beim ersten Mal, schauen wir. War das Success? Ja, genau. Gut, wir haben jetzt das erste Panel ist da. Man sieht hier, ich gehe jetzt nicht in alle Details, aber wir sehen hier zum Beispiel das, was Frauen und Männer betrifft. Wir haben gesagt, wir wollten 11 bis 12 Frauen und tatsächlich in diesem ersten Panel haben wir 12 Frauen. Und sonst eben das Los hat die Arbeit gemacht. Und jetzt, wir brauchen eine gewisse bisschen Zeit, dass Robin das in ein Excel-Sheet kopiert und eine Farbe gibt, diesem ersten Panel. Das ist die grüne Farbe. Können wir anfangen mit dem zweiten? Gut. Jetzt machen wir eigentlich das gleiche Verfahren noch einmal für das zweite Panel. Wieder das gleiche, zuerst einen Namen geben. Und jetzt aber sieht man, die Anzahl der Personen, die eben geblieben sind, ist 187, weil von der ursprünglichen Zahl haben wir jetzt diese 22 beim ersten Panel. Und jetzt wird das Los durchgeführt bei den anderen, die jetzt geblieben sind, 187 Personen. Wir haben das erste Panel ausgelost und wir sind jetzt bei der Auslosung des zweiten Panels, wo die Personen, die eben nicht ausgelost sind, beim ersten Panel jetzt teilnehmen dürfen. Und das sind 187 Personen. Wir geben an, wieder mal die Zahl 22, also die Zahl der Mitglieder des Bürgerpanels und run the random selection. Schauen wir, ob wir schon beim ersten Versuch einen Erfolg haben. Ja, Success, das ist der Fall. Wir haben also das zweite Panel. Und nochmals, hier sieht man jetzt die Vertretung der verschiedenen Kategorien. Ich nehme jetzt wieder mal die Genderfrage als Beispiel. In diesem Fall haben wir 11 Frauen und 11 Männer, also wirklich 50-50. Im ersten Panel hatten wir 12 Frauen und hier 11. Nochmals, die Quote, die wir angegeben haben, um diese Vielfalt zu garantieren, ist eben, dass es mindestens
also 11 und maximal 12 Frauen von 22 geben soll. Und im zweiten Panel haben wir eben 11 Frauen und 11 Männer. Das heißt, wir haben jetzt die beiden Panels. Robin braucht noch ein paar Sekunden Zeit, um die ausgelosten Personen zu kopieren in ein Excel-Sheet, eine Farbe zu geben. Dieses Mal ist es eine rote Farbe. Damit haben wir die zwei Panels. Was passiert jetzt? Jetzt werde ich das Wort geben, Frau Maria, die Präsidentin vom Stadtparlament, heißt das Neustadtparlament, habe ich erfahren seit 1. Januar, Stadtparlament und nicht mehr Gemeinderat von Winterthur, für die Auslosung, aber zuerst für ein Grußwort. Bitte, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrte Regierungsratspräsidentin Jacqueline Fehr, sehr geehrte Stadträtin Katrin Kometta, liebe Anwesende, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich sehr, dass ich heute im Namen des Stadtparlaments, wie eben gerade erwähnt, ganz neu heißen, dass ich im Namen des Stadtparlaments die besten Grüße überbringen darf und auch ein paar Worte an Sie richten kann, bevor ich dann als Glücksfee amten darf und die definitive Auswahl dann machen kann, etwas, was für mich jetzt heute auch eine Premiere ist. Ich habe mich sehr gefreut, als ich gehört habe, dass Sie sich so zahlreich für die Teilnahme an diesem Bürgerinnen-Panel interessiert haben. Und ich finde es sehr erfreulich, dass sich so viele Leute dafür interessiert haben, insbesondere auch, weil das ja eine Art der Beteiligung ist, die noch nicht wahnsinnig bekannt ist. Auch ich musste mir kurz erklären lassen, was das ist und wie das funktioniert. Aber auch dieses große Interesse zeigt für mich, wie wichtig solche innovativen Ideen sind und wie wichtig es ist, dass Bürgerinnen und Bürger von Winterthur mit ganz, ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten, mit unterschiedlichen Alter, Herkunft, wir haben vorher gesehen, was alles hier hineingeflossen ist, dass sich all diese Bürgerinnen und Bürger ganz konkret für die Weiterentwicklung bestimmter Themen einsetzen, welche unsere Stadt betreffen. Und gerade in dieser Zeit, in der sehr vieles polarisiert ist, in der man immer wieder das Gefühl hat, es ist schwierig, mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen, noch zusammen den Diskurs zu finden. Ich glaube, gerade in dieser Zeit ist die Möglichkeit eines solchen Austauschs, einer solchen Zusammenarbeit besonders wertvoll. Und deshalb freut es mich auch sehr, dass wir als zweite Stadt in der Deutschschweiz nach Uster, meiner Stadt, in der ich aufgewachsen bin, jetzt Winterthur, die Möglichkeit hat und dieses Bürgerpanel hier durchführen kann. Als Parlamentarierin weiß ich, dass es nicht immer einfach ist, mit Personen, die ganz andere, ganz unterschiedliche Ansichten und Meinungen haben, zusammenarbeiten, in einen Entwicklungsprozess zu gehen und daraus dann auch gemeinsame Lösungen zu entwickeln. Gemeinsame Kompromisse zu finden, ohne dabei die eigene Haltung zu vergessen und außer Acht zu lassen, das kann manchmal anstrengend sein, manchmal sind die Diskussionen vielleicht auch mühsam. Aber ich kann Ihnen genauso versichern, dass es sehr befriedigend sein wird, wenn Sie dann am Schluss es Ihnen gelungen ist, zu einem gemeinsamen Resultat zu kommen und es Ihnen gelungen ist, Lösungen zu finden, die eben nicht nur Sie oder Ihre Meinung weiterbringen werden, sondern die Bevölkerung, die Stadt Winterthur als Ganzes weiterbringen. All denjenigen unter Ihnen, die jetzt nun gleich zu der Gruppe gehören werden, welche sich in diesen partizipativen Prozess begibt, wünsche ich viel Energie, aber vor allem auch sehr viel Spaß und Freude bei der
Aufgabe im Bürgerpanel und hoffe, dass Sie hier ein Erlebnis haben, das, von welchem Sie noch lange zehren können und das Sie vielleicht auch sonst in Ihren Alltag mitnehmen können. Ich hoffe, dass Sie sich auf diesen Prozess freuen und die gemeinsame Arbeit dann wirklich auch genießen können, denn ich bin mir sicher, es wird eine besondere Erfahrung werden. Aber allen anderen auch, allen, die sich jetzt für die Teilnahme interessiert haben, möchte ich sehr danken, dass Sie sich dafür zur Verfügung gestellt haben, dass Sie auch die Zeit zur Verfügung gestellt hätten, sich für Ihre Stadt zu engagieren. Ich glaube, ohne dieses Engagement würde unsere Stadt nicht funktionieren. Vermutlich bringen Sie sich ja auch in ganz anderen Bereichen schon ein, unterstützen hier die Weiterentwicklung der Stadt. Und auch da möchte ich Ihnen als Präsidentin des Stadtparlaments ganz herzlich danken. Denn ich glaube, es sind diese Puzzlestücke, die schlussendlich Winterthur ausmachen und die es ausmachen, dass wir als Winterthur, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir weiterkommen. Und ich werde auch schon ganz gespannt sein, auf was für Lösungen Sie im Bürgerpanel kommen. Jetzt möchte ich aber Sie und auch mich nicht länger auf die Folter spannen und zum Schluss kommen und bin jetzt auch schon ganz gespannt auf die letzte Auslosung. Vielen Dank, Frau Maria Sorgo, die Präsidentin vom Stadtparlament Winterthur, für dieses Grußwort. Jetzt, ich habe hier einen schwarzen Sack, leer. Können feststellen, dass es leer ist. Und ich habe zwei Kugeln, eine grüne und eine rote. Es gibt keine politische Bedeutung hinter diesen Farben. Es ist einfach so, dass optisch am Bildschirm, man sieht sie hoffentlich gut. Und eben, wie wir gesehen haben bei der Auslosung, wir haben zwei Panels. Ein Panel hat eine grüne Farbe bekommen und das andere eine rote Farbe. Und jetzt, Frau Sorgo hat diese Aufgabe, vielleicht Ehre, eine von diesen zwei Kugeln auszulosen. Und ich werde gut schauen, dass, okay, die sind jetzt im Sack und ich schließe ein bisschen diesen Sack. Beziehungsweise werden Sie vielleicht irgendwo ein bisschen anders schauen. Genau. So, voilà. Nicht schauen im Sack. Muss ich sie noch finden? Voilà. Also, eine grüne Kugel wurde jetzt ausgelost. Vielen Dank, Frau Sorgo. Grüne Kugel. Und hier haben wir, danke Robin, hier haben wir abgebildet das Panel, das sozusagen gewonnen hat. Also die 22 Personen, die nun mit diesem Verfahren ausgelost wurden. Und ich werde die Codes von diesen Personen jetzt laut sagen, weil eben jede Person hat auch wegen Datenschutz einen Code bekommen. Man sieht hier keinen Vornamen, keinen Namen. Aber wir gehen davon aus, dass im Publikum, also die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass viele von diesen Personen sind jetzt entspannt zu wissen, ob sie gehören zu den Ausgelosten oder nicht. Also die Codes, die gewonnen haben, sind die folgenden. A0257, A0697, A1978, A0499, A2617, A1333, A0287, A2318, A2342, A1896, A1063, A1235, A0002,
A0761, A2493, A1440, A2551, A0836, A0920, A2211, A2121 und am Ende Nummer hier 23, aber das ist die Person, also die letzte Person ist, hat den Code A1327. Damit haben wir die 22 ausgelosten Personen mit dem entsprechenden Code. Und hier ist, denke ich, meine Aufgabe beendet. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und gebe wieder das Wort an André Heimann. Ja, besten Dank, Nenad. Wir haben also unser Bürgerpanel Winterthur. Es steht fest, wer damit dabei sein wird. Damit bleibt meine Aufgabe noch kurz, die nächsten Schritte zu erläutern, bevor ich Frau Cometta für das Schlusswort von heutigen Abend übergeben darf. In den nächsten Tagen werden alle Mitglieder des Bürgerpanels telefonisch von uns kontaktiert und eine Teilnahmebestätigung eingeholt. Alle angemeldeten Personen erhalten nächste Woche einen Brief von der Stadt Winterthur zugeschickt. Also unabhängig davon, ob sie heute ausgelost wurden oder nicht, werden sie per Brief über die nächsten Schritte informiert. Die Mitglieder des Bürgerpanels erhalten außerdem Ende Februar, Anfang März, kurz vor dem Prozessbeginn, weitere Informationen und Nachrichten von uns zugestellt. Und dann tagt das Bürgerpanel öffentlich am 19. und 20. März und am 2. und 3. April hier im AXA Superblock. Diese Tagung wird öffentlich sein, das heißt auch Leute, die jetzt nicht ausgelost wurden und interessiert sind, können vor Ort den Prozess mitverfolgen. Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung und es freut mich nun zum Abschluss des heutigen Abends Frau Cometta noch das Wort zu übergeben. Besten Dank. Ja, die Würfel sind gefallen. Ich gratuliere allen Ausgelosten und danke Ihnen schon jetzt für Ihr Engagement. Ich danke auch allen, die jetzt kein Glück hatten und nicht ausgelost waren, aber die bereit gewesen wären. Ich wünsche euch, dass ihr in einem anderen Rahmen euch einbringen könnt, dass ihr anderswo spannende Diskussionen führt und vielleicht dann auch an der Schlussveranstaltung teilnehmen könnt. Die Ausgelosten, die werden demnächst noch einen Brief von uns erhalten. Wer also nicht ganz sicher ist, ob er jetzt die richtige Nummer gehört hat oder nicht, wenn Post kommt, dann seid ihr mit dabei. Ich möchte schließen mit meinem Dank noch einmal allen Zuschauenden, aber auch den Personen hier im Raum, vor allem Regierungspräsidentin Jacqueline Fehr und Parlamentspräsidentin Maria Sorgo, sowie auch allen Beteiligten in der Verwaltung. Es ist viel Aufwand, der dahinter steckt. Ich möchte natürlich auch dem Zentrum für Demokratie danken, auch für die gute Organisation dieses Anlasses, der ja ein bisschen unter speziellen Rahmenbedingungen durchgeführt werden musste. Aber ich glaube, wir haben das Maximum rausgeholt, unter diesen schwierigen Bedingungen doch eine gute Auslosung machen zu können. Und jetzt will ich nicht länger werden. Ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse des Bürgerpanels, auf die Diskussionen. Ich werde sicher auch noch vorbeikommen, wenn ihr dann diskutiert, um euch persönlich begrüßen zu dürfen. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen miteinander.